So, ihr Lieben, heute mal mit einem anderen Video und zwar ein Produkttest. Ja? Was gibt es Besseres als bei dem Wetter ein schönes, leckeres Eis? Ja, und ich habe es mir jetzt hier auf meiner Terrasse schön gemütlich gemacht und habe jetzt hier ein sogenanntes Proteineis. Ja, das habe ich auf der FIBO entdeckt und laut Hersteller soll es ohne Zuckerzusatz sein, sehr viel Eiweiß haben. Und wenn ich mir mal die Nährwerte so angucke, ist das auch echt gut. Also pro Portion, das sind jetzt hier ja, 90 Gramm, ja, sieht jetzt nicht so viel aus, haben wir hier 20 Gramm Eiweiß, ja, 12 Gramm Kohlenhydrate, wobei davon gerade mal 0,8 Gramm Zucker sind und nur 4,3 Gramm Fett. Insgesamt hat das Eis 149 Kalorien, ja, also viel weniger als ein normales Eis. Ja, und was ist da im Endeffekt drin? Molkeproteinisolat, ja, das heißt perfekt für nach dem Training. Und ihr wisst ja sicher, habe ich auch schon mal gesagt, nach dem Training braucht man auch ein paar Kohlenhydrate. Also das wäre jetzt perfekt für nach dem Training. Und ja, ich würde sagen, probieren wir das Ganze mal. Das Coole ist, hier ist so ein Löffel direkt drin. Tada. Ja. Ich habe jetzt hier Vanille. Das gibt es noch in den Geschmäckern. Erdbeer, Schokolade, Vanille und Banane. So, Vanille, erster Test. Ja, ist schön cremig. So sieht das Ganze aus. Schmeckt echt super cremig. Man muss ja gucken, dass man das Eis direkt aus der Tiefkühltruhe nimmt und dann isst, weil jetzt habe ich es ein bisschen stehen lassen, ist schon ein bisschen weich, aber trotzdem super lecker und ja, ich überlege das demnächst in meinem Studio anzubieten, für meine Kunden. Genau, halt euch auf dem Laufenden. Also ich finde es im Großen und Ganzen eine super Alternative zum Eis, viel weniger Zucker, viel Eiweiß, perfekt, wenn ihr im Training seid oder wenn ihr mal sagt, ich habe mal Lust auf was Süßes, schmeckt total gut und ich will gar nicht mehr aufhören. Ich esse jetzt mal schnell leer, bevor es geschmolzen ist, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns. Bis dann, euer David.